Kanzler, meine Damen und Herren, viele fragen sich natürlich, was heißt neu regieren, was ist der neue Stil der Bundesregierung? Nachdem es die beiden gleichen Regierungsparteien sind wie vorher, und auch der Werner Feiner und ich, zweifeln viele, dass es wirklich anders wird. Aber allein diese Klausur, die wir jetzt 2 Tage gehabt haben, hat eines gezeigt, wir machen es anders. Wir setzen uns intensiv mit den Themen auseinander und wir stellen das außer Streit, was jetzt notwendig ist, um für Österreich jetzt Impulse zu setzen, Initiativen. Sie sehen schon allein bei der Pressekonferenz, wir teilen uns auch die Themen auf und nicht jeder sagt einfach im Doppelpack immer das, wie er die Dinge sieht. Ich glaube daher, dass es eine sehr gute Klausur war, nicht nur von der Atmosphäre, sondern auch von den inhaltlichen Ergebnissen. Ich möchte mich jetzt auf 2 Fragen konzentrieren, die wir heute auch intensiv beraten haben. Stärkung der Familie und die Stärkung der Unternehmen. Beides ist auch im Hinblick auf die Frage, wie geht es weiter in Österreich, wo wird das Wachstum sein, wie können wir uns auf die Bürger konzentrieren, die es jetzt auch notwendig haben, dass sie eine Unterstützung erfahren. Sind das beides ganz wichtige Themenbereiche. Im Thema der Familie haben wir uns noch einmal auf das konzentriert, was wir im Regierungsprogramm drinnen haben, nämlich wir wollen eine Erhöhung der Familienbeihilfe. Wir haben heute auch die Eckpunkte noch einmal außer Streit gestellt. 830 Millionen Euro stehen bis 2018 mehr den Familien im Rahmen der Familienbeihilfe zur Verfügung. Wir wollen hier diese Familienbeihilfe stufenweise anheben und beginnen bereits mit dem 1. Juli dieses Jahres. Das ist deshalb ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Mittel, die Familien im Rahmen der Familienbeihilfe bekommen, auch unmittelbar helfen, die täglichen Kosten zu bewältigen. Viele Familien wissen, dass es am Monatsende eng wird und wir wollen ihnen halt trotz allen Sparkurses, den wir in der Bundesregierung für diese Periode beschlossen haben, jetzt unter die Arme greifen. Wir haben uns daher miteinander dazu bekannt, dass wir das in dieser Periode 830 Millionen Euro erhöhen. Damit ist auch klar, wenn das stufenweise angehoben wird, dass wir manche Eckpunkte mit aufnehmen. Wie gesagt, das Schulstartgeld bleibt, das heißt 100 Euro im September bleiben für die Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren. Und wir haben zum Zweiten auch klar gemacht, dass erheblich behinderte Kinder eine entsprechende Erhöhung bekommen, nämlich schon ab dem 1.7.2014 von 138,3 Euro auf 115 Euro pro Kind und Monat. Auch das ist eine notwendige Maßnahme und ich glaube, da stimmen wir alle überein. Das brauchen wir einfach für diese Betroffenen. Für Familien gibt es aber darüber hinaus das, was im Regierungsprogramm vorgesehen ist, nämlich 400 Millionen für den bedarfsgerechten Ausbau der schulischen Tagesbetreuung und nochmal die 350 Millionen für die Kinderbetreuung. Das heißt, wenn ich das zusammenzähle, bekennt sich diese Bundesregierung dazu, in dieser Periode 1,58 Milliarden Euro für die Familien zu investieren, bereitzustellen, damit es gute Ausbildung, gute Betreuung, aber auch Familienbeihilfe und direkte Beihilfe für Familien und Kinder gibt. Zum Zweiten, was die Stärkung der Unternehmer betrifft. Auch da darf ich Ihnen zunächst einige Zahlen mitbringen. Wir haben ja gestern intensiv auch Fragen Europa diskutiert. Und einige Zahlen dazu. Viele Österreicher, die in einem Unternehmen arbeiten, das exportorientiert ist, wissen eigentlich nicht, dass bereits jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich eigentlich von diesem Export abhängt. Es sind knapp 2 Millionen Beschäftigte und ihre Familien, die damit auch diese Chance des Exports nützen. Wenn Sie die Zahlen genau betrachten, was jetzt nur österreichische Unternehmer und österreichische heimische Bauern exportieren, dann sind das Waren im Wert von 84 Milliarden Euro pro Jahr. 27% der Wirtschaftsleistung sind damit in diesem Exportbereich nach Europa de facto auch von den Rahmenbedingungen abhängig. Das, glaube ich, übersehen viele bei der Europadiskussion, wie stark das auch den Einzelnen trifft. Wir haben mehr als 20 Millionen Touristen aus Europa jedes Jahr in unserem Land, jetzt wieder besonders im Winter. Und wenn wir die Wirtschaftsleistung bewerten, dann sind 6 Euro von 10 de facto aus dem Export erwirtschaftet. Damit sehen wir, wie stark wir orientiert sind
in die Richtung anderer Länder und wie wichtig das für uns ist, welche fundamentalen Auswirkungen es hätte, wenn wir in der Europapolitik oder in Grundsatzfragen unserer Mitgliedschaft der Europäischen Union hier anderes annehmen. Das wollen wir nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen diese Exportmöglichkeiten noch verschärft in den nächsten Jahren und da komme ich gleich auch zu den Maßnahmen, die wir uns überlegt haben. Wir wollen ja, dass im Jahr 2014 und im Jahr 2015 100 Millionen Euro je in die Richtung von Impulsen für die Stärkung der Unternehmen von uns getroffen werden. Wir haben das im Groben einmal skizziert, was das konkret sein kann. Das ist ein Bereich in der Richtung exportorientierter Unternehmen, ihnen zu helfen, diese neuen Märkte, die sich da und dort auftun, auch besser betreuen zu können, die Waren dorthin transportieren zu können, die Möglichkeiten zu haben, auch vor Ort eine Verstärkung zu bekommen. Darum werden wir einen Teil in Richtung Internationalisierung, in Richtung Exportförderung verwenden, wird auch einen neuen Auftritt Österreichs überlegen, den wir koordinieren wollen als österreichische Bundesregierung. Der zweite Bereich betrifft die Finanzierung der Unternehmen in Österreich, Mittelstandsfinanzierung. Es ist auch deshalb notwendig, weil wir, wenn wir einen Aufschwung von 1,7% prognostiziert bekommen in Österreich, unmittelbar das Kapital den Unternehmen zur Verfügung stellen müssen. In erster Linie natürlich die Banken. Aber dort, wo das nicht geht, Stichwort Kreditgeme, muss es auch eine Mittelstandsfinanzierung geben. Und an der wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet, wie wir das aufstellen, wie wir das organisieren. Was wir uns vorstellen, sind eben branchenweise Finanzierungsgesellschaften, die den mittelständischen Unternehmen dieses Kapital zur Verfügung stellen können. Und der dritte Bereich wird eben in Richtung Betriebsansiedlung gehen, in der Richtung auch Headquarters nach Österreich zu bringen, damit wir auch mehr Unternehmen in Österreich haben, die qualitativ hochwertige Arbeitsplätze de facto schaffen können. Das ist uns wichtig. Damit kann unmittelbar ein Effekt in Richtung Wirtschaftswachstum erreicht werden. Und das ist es, was uns besonders im Vordergrund scheint. Denn das, was wir in diesem Jahr brauchen, ist Zuversicht bei den Unternehmen auch zu investieren. Sehen wir, das gibt es. Gute Anzeichen dafür sind bereits vorhanden. Aber wir brauchen auch Verstärkung durch finanziell 100 Millionen 2014 und 2015. Diese Effekte auch im Detail zu verstärken und damit für eine gute Ausgangslage zu sorgen. Das sind die Bereiche, die ich Ihnen jetzt vorstellen wollte und ich darf schließen mit dem, dass für alle, die am Regierungstisch sitzen, eigentlich klar ist, wir wollen miteinander jetzt für Österreich intensiv das Regierungsprogramm abarbeiten. Und zwar im Sinne eines gemeinsamen Geistes, der hier auch von Weidhofen ausgehen kann und eine gute Grundlage sein kann für eine gute qualitative Zusammenarbeit in dieser Bundesregierung.